War die mal Deadpool oder? Maya. Hey, wir haben Oh, gar. ich hab Junge. doch gesagt, ich hab gerade noch bekommen und ich hab Okay, ich mach die gleiche, ich mach da genau das gleiche. Ich mach genau das gleiche. Ich mach mir den Armkontrolle. Alter. Ey, wo ist Die dieser mit Arms, Rahmen ihr könnt ihr jetzt? gleich nicht mehr zählen, die in der Mitte rumlaufen werden. Ja, was spiele ich? Ich bin am Rand. Ich, keine Ahnung, also. Ich kenne die Karte nicht, keine Ja, Ahnung, was man das hier ist spielt. geil, keiner kennt die Karte. Warum sind wir so extrem nah? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist Partei. In der Mitte ist, sind dickere Woodlines und Gold und Stein ein bisschen mehr. Also es lohnt sich, die Mitte zu kontrollieren. Jeder kommt da auch dran mit seinem Land. Und ganz außen, also außenrum, ist quasi auch nochmal richtig viele fette Woodlines nochmal. Wasser, also Das sind. Wassereinheiten zu machen, ist hier Ich nicht glaube, das sind deine. lohnenswert. Ich schicke jetzt gerade mal zu dir. Yes. Ich schick. Warte, okay. Also, ich hab schon 8 Schafe, also, es muss ein bisschen Ja, deine alles sein. klar. Wenn die Okay. Ressourcen hier Standard sind. Also, Aber ich ist. glaube, Wasser rentiert sich ja nicht. Ist es die Map? Ich glaube nicht, dass es die Map ist. Ich Nee, spiele. das ist. Doch, das ist die Map. Es ist jetzt noch. Das sind nur Flüsse um uns rum. Das sind nur Flüsse um uns rum. Das Wie ist ja der Name sehr schon sagt, eigenartig. Rohgräben. Ich Und ganz außen. spiele. Ah, ja, jetzt verstehe ich's ja. Und in Die der hier Mitte ist halt gegenüber. Fettholz, deswegen geht's so Genau. Mitte über Okay, gehe ich Fettholz. Mitte. Also ich spiele Fast Ja. Castle Drop jetzt mit Maya, finde ich ganz geil Oh, das eigentlich. darfst du Ja, ich nicht, spiele das auch darfst Fast du nicht, Castle, das auf darfst du Scheiße. nicht. Darf ich nicht? Nein, Okay. das darfst du nicht, das darfst nicht bei der Map. Da musst du auf Full Arschers gehen. Oder, Okay. okay, vielleicht einer Fast Castle und drei von uns gehen Full Feudal. Das Ich könnte vielleicht auch nicht Full Castle gehe gehen. Archer, Botkin Scout. Ich bin Maya. Achso, ja, okay, das macht wenig Sinn. Ja, tauschen wir dann die Rollen. Würde ich sagen, ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, eine FC reicht und drei auf Full Feudal. Ja, dann gehe ich auf Castle. Ich gehe auf Man at Arms. Dann mache ich Archer, gut, dann haben wir das geklärt. Ehrlich. Weil Maya, das müssen wir ausnutzen, Botkin. Nimm es mir nicht übel, aber das müssen wir ausnutzen mit den billigen Archers. Eigentlich schon, ne? So, Dille. Hier ist die Rush-Distanz, ist gar nicht mal so Also, nee, klein, warte. ne? Botkin ist gar nicht mein Nachbar. Diesmal, ja. Wie dann? Ach, okay, jetzt verstehe ich die Map so langsam, aber sicher. Man kann. Boah, schade, was spielst du? Was spiel ich? Jojo, du spielst. Welches Schiff bist du? Du bist Tataren. Ja, ich Du könnte Archer könntest gehen. Archers oder Scouts gehen, weil ich gehe mit Arms. Okay, dann was besser. In dem Fall, also ich kann Scouts, Wenn ich bin besser. Botkin Archers geht, dann würde ich sagen, gehst du Scouts. Okay, dann gehe ich, Du Scouts, ich mit Arms und Botkin Archers und Cengo Ja. macht irgendeinen FC-Blödsinn. Ja. Ich muss mal Ich ganz kurz gucken, wer von euch ist das? Einer von euch ist bei mir super laut. Kann doch mal jemand was sagen? Hallo, ich bin Ah, nicht der okay, Laute, Monkey Boy oder? ist bei mir recht laut. Okay, so. Okay. Jetzt ist. Ich bin nicht der Laute. Das ist so geil. Yannick, siehst du dir seine Woodline da? Ich sehe nichts. Ich hab die markiert, doch, guck auf die Map. Warte, ich bin gerade Ah, am. kannst du mit deinem Lichas so gut Damage machen, gleich. Ja. Ich versuche erstmal alle einfach von dem Wut so ein bisschen Das war schon loszuwerden. ultra wild. Also, ich bin Ich gegen habe kein Holz für ein Orange. Haus. Das ist nicht gut. Da geht's dann los. Also es gibt schon Fisch, aber es lohnt sich wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Nee, nicht unbedingt. Also wenn du halt eine tighte Build-Order haben möchtest mit Feudal Rush, dann würde ich es sowieso nicht wahrscheinlich empfehlen. Vielleicht kann sich das Django noch leisten, aber. Ich leiste mir auch gerade, um ehrlich zu sein. Siehst du? Der Mann ist Du gnadenlos. Du weißt ja, da kenne ich nicht. nichts. Richtig. Jacko, wie viel Pop willst du so anpeilen mal? Ach, du spielst jetzt einen Dog, okay, nevermind. Ich spiel Dark, also ich spiel Fast Castle. Ah, Oder ja, versuche halt krass. einen krassen Ah, Loot zu ja. haben. Alles gut. Okay, vielen Dank für Verlasse den mich auf Follow dich. von Karl-Heinz. Also du willst richtig, richtig viele Archer sehen, verstehe ich, ja, richtig, ne? Das will ich unbedingt sehen. So viele Okay. Archers habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. So, und ich vergesse, dass ich auch ein Lammer hier ein zweites Gebäude brauche. Gold ist ja gar nicht mal so berauschend hier, ne? Das war wahrscheinlich in der. Das war das, was gemeint war in der Map-Beschreibung. Ja, sehr überschaubar. Also Aber. hier so außen wirst du noch dickere Goldvorkommen, glaube ich, finden. Okay. Ja, da war viel Gold. Aber da musst du nach so außen rumlaufen. Ja, oder halt Transport. Oder Cengo macht für uns ein Transportschiff, weil er ein netter Mann ist. Nein! Gut, dann ist das geklärt. Doch, gerne. Ihr müsst nur höflich fragen. Kommt zwei Nahrung.
So. Die Woodline ist natürlich alles andere als Deluxe hier. Na gut. Schauen wir mal, wie die anderen spielen, ob die überhaupt Woodlines gemacht haben. Von unserer Seite, in der Mitte. Das Lilane sieht man schon mal. Ja, ja. Erik auf jeden Fall. Das ist schon mal ein guter Anfang. Gefällt mir sehr. Okay, ich glaube, das ist Quatsch, was ich hier gemacht habe. Das machen wir mal anders. Ansonsten sehe ich hier noch nicht so viel. Bist du schon mit deinem Militias draußen oder was? Nee, ich mach Meld abends. Ja, du brauchst ja trotzdem Milizen. Nee, ich mach nicht das, ich mach das nicht. Ich mach das ein bisschen anders. Okay, ja, Wes ist schon ab. Das ist der für eine Surf, der ist Viking, ja. Was hat eigentlich mit diesem Lumbercamp hier auf sich? Das ist doch, muss man eigentlich punishen, oder nicht? Safe. Ja. Oh. Kommen sie alle hin. So, so, so. Ich spiele gerade leider ziemlich großen Quark. Kein Problem, das macht nichts. Kenn ich. Also einfach sicher zu spielen, improvisier nicht, das ist unnötig. Ja, ja, aber ich meine nur, ich brauche gerade extrem viel Zeit für einen Reh, habe ich gerade Ultra gebraucht. Achso, jetzt nochmal. So Sachen können mal passieren, die dürfen. Du wärst mir von denen noch nicht ab, Weichbrot. Wahrscheinlich dann Pascal oder so. Oh. Wieder mauert jemand fleißig. So, hier ist aber schon die erste Action. Also ich kann jetzt zu Erich rüber, in seinem Holzfällerlager. Oh ja, das ist sogar offen, perfekt. Da bekomme ich mindestens zwei Wills. Okay, Türkis hat hier auf jeden Fall Archers und Erich hat auf jeden Fall Scouts. Okay, ja, Erich Scouts, sehe ich gerade auch. Oh, der hat sogar eine Menge Scouts. Ich glaube, der geht too stable oder so. Wir können hier zusammenfalten, ich komme zu dir. Ja. Du musst dann gleich nur so ein bisschen auf die Archers achten und komme nämlich um die Scouts. Versuch nicht zu viel Spiel zu verlieren. Genau, geh du jetzt auf die Archers gleich, geh ruhig auf die Archers. Auf die, ja. Genau, und die gucken mal, ob wir da ein bisschen Damage machen können. Naja. Hält sich im Rahmen. Hält sich in Grenzen, meine ich. Ja, wollen wir ein bisschen zurück? Ja. Ja, ich hab eh keine Scouts mehr, alle tot schon. Du hast hier ein paar Idols, Morscher. Jo. Kannst du hier vielleicht ein Tor gleich gebrauchen? Ich mach ein TC jetzt gleich hin, wenn du mir noch 3 Sekunden geben kannst, mach ich dein TC jetzt gleich hin. Oder so. Wir brauchen auf jeden Fall gleich der Knights, können wir gleich gut gebrauchen. Vorsicht! Oh, ja, ja. Ja, okay, gut. Ein Tor habe ich schon gemacht, sicher als halber. Er hat jetzt ein Gathering Point irgendwo hier, ne? So, so nice. Oh, noch kein Barrack draußen. Ui, das ist dangerous. Wo will ein TC jetzt erstmal hier stehen? So, jetzt kriege ich von dem Hobby auch die ganzen Wills hier. Oh Gott. Schön. Ja, jetzt kommen die ganzen Archer und Scouts. Ich kann meine Dorfwohner. Ah, jetzt kann ich da ausquartieren.
Okay, rein da. Hier, Cheng, das kannst du gleich mal cleanen, das sind ein paar Archers. Yes. Oh, nice. Wir sind auf jeden Fall... Vom Gold immer trennen, das kann nie schaden. Wo sind die Archers jetzt? Bei dir oder da? Die sind bei dir, Cheng. Ich seh's. Pass auf, hier kommen die Archers, ne? Oh! Gelb hat ein Castle hier. Okay. Und die spielen das, glaube ich, auch gleich mit drei Leuten voll Fiedel und einer Castle Age. Pass auf, Botkin. Wo? Da kommen jetzt ein paar Archers gleich angaloppiert. Irgendwo von hier kannst, siehst du die gleich. Ich habe ein paar Knights, aber ich will noch einen Knight haben. Also, ich habe nichts zu Hause. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Knights da schon stehen. Da sind die schon. Aber wir haben echt viel, ich habe echt viel getötet von zwei Spielern. Ich bin auch noch im Nerven mit dem Man at Arms. Ja, Nick, Achtung! Soll ich versuchen, da einen Tower zu machen? Theoretisch. Jawohl, Janik, der ist so tot. Haha, nice. Nice, er rennt rein, sehr gut. Also ich habe meine Arme jetzt komplett verloren, aber ich habe super viel gekillt von denen. Ich eile mich jetzt ein bisschen hoch einfach. So, Tina hat den ganzen Einheiten verloren. Nice, einen Archer, den einen kannst du noch mitnehmen. Nicht, dass sie noch nerven, da die zwei, die da rumrennen. Ach, als ob mir diese zwei Nahrung jetzt niemand geben kann, so. Was brauchst du, zwei Nahrung? Nee, ist alles gut. Ich habe wirklich gefühlt fünfmal Force Drop gemacht und immer noch keine Nahrung für diesen fürs Abklicken gehabt. Hier müssen wir gleich aufpassen, wenn hier gleich neben die Castle oder Kongs hinkommen, nochmal ein Problem. Also Wes und Marv haben beide richtig viele Wills verloren. Ich hab auch türkise und gelbe Wills gekillt. Oh, ah, nice. Kommst du nice. Hier? Ja, wie angekündigt mit den Nasenbären hier. Da brauchen wir einfach gleich ein paar Archer, ne? Ich bin jetzt aber erst ab. Bei mir, das hat echt ein bisschen gedauert, jetzt wegen der ganzen. Ich bin leider Bombe-Vogelei. Jetzt auch ab. Was mit dem Stein, das war keine gute Idee, sehe ich gerade. Da ist nur optimistisch gedacht. Hier sind welche, die bauen wollen. Da oben, Cheng? Ja, seh's. Oh, die Kongs werden jetzt nerven. Die Kongs sind hier ne Bild für die Map. Wer von denen ist denn Spanier eigentlich? Weichbrot. Okay. Gelb. Es ist langfristig eine Map, wo man einfach um Map-Control kämpft, ja, ne? Ja, ich denk schon. Aber auf jeden Fall kann man halt außenrum auch sehr gut gehen. Okay. Notfalls. Falls man dazu kommt. Cengos Fischboom geht auf jeden Fall strong, wie ich sehe. Nee. Da geht's richtig ab. Das ist die Antwort. Wo kann ich jetzt ein Lumbercamp bauen? Also die haben hier auch auf jeden Fall ein paar Knights verloren, aber sie will ich das mitgenommen so. Ich komme jetzt mit meinen X-Boss dazu. Das müsste dann gegen die Kongs erreichen erstmal. Das stimmt. Oh, oder? Oh, die grünen Wills. Oh. Ich mach hier eine Castle hin, dass wir so ein bisschen schützen. Ich komm da hin. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Hostguards. Oh nee, oh Gott, ja, ich verliere gerade alles hier oben an Holz. Ich versuche. Ich versuche dazu zu kommen. Ah, ich leider deine Wills sind dann schon tot. Ich glaube, ich bleib lieber bei der Burg. Ich hab 28 Wills und sinkt mit der Zeit gerade weiter. Oh, Score Lead ist geswitcht. Ja. Oh Gott. Ja, ich habe auch kein Holz zuvor mehr. Ich glaube, ich bin ziemlich tot. Vielleicht. Ja, so schlimm ist es, glaube ich, noch nicht. Ich versuche mal mit den Archern. Aber ich habe ja kein Fletcher, kein Dings, kein. Ballistik. Das wird wahrscheinlich eher nicht. Kann so. Kann der Holz senden? Na, ich bin. Ich gerade ein Lumbercamp bauen kann. Ja, das kann ich dir senden. Das kriegen wir noch hin. Gut. Oh, jetzt Achtung, jetzt hier.
Da musst du ihn jagen, Bro. Du musst ihn jagen. Ja, ich komme ja nicht hinterher, also ich lauf ja. schon, aber. Nee, hey, ich meine halt nur, bleib mit dem. Weil der will auf mein Gold, der will auf mein Ego. Nein, der läuft bei mir rein. Das ist so nice. Ballistics können knallen. Ballistics werden jetzt so wichtig. Komm. Ja, sehr nice. Super gut. Das öffnet er, okay. Ja, aber das ist nicht schnell. Ching, der rennt mit den Netz da oben. Ja, mach ich gerade. Der hat so viele Einheiten da. Ich noch. Komm, ein paar Kongs. Ja, die Hits waren wichtig. Jojo, du hast ja noch drei Wilds in den Tower. Ich schick jetzt raus. Ja. Okay, nice. Lief schon mal nicht schlecht. Also ich mache hier eine Karte, wenn du mit mir mitkommst. Ja. Da würde ich eine Karte machen wollen. Tun. Aua. Achtung. Sorry. Waren nicht auf defensiv. Kein Stress. Die paar willst du nämlich noch gerne mit. Vielleicht kannst du jetzt hier die Kongs abfangen mit deinen Dudes. Ja, die kommen jetzt da rum. Janik, das ist genau was für dich, wenn ich hingucke. Der guckt nicht hin. Oh Gott. Ja, er guckt genau hin. Er soll ab hingucken. Aber wir müssen nur Zeit kaufen. Von hinten kommen noch Knights. Ja. Das könnte hässlich werden. Ja, das ist richtig. Eieiei, das wird durchschüssig, sehe ich gerade. Ich eigentlich das Heilige Feld abbrennen, natürlich nicht. Heiliger Blaubarsch. Hier. Okay, es lief also eher nicht so gut. Ja, die sind alle gerade hier. Oh, die machen jetzt Steinbilder vor, die Nasenbären. Halb so schlimm, krieg ich hin. Ich muss jetzt auf jeden Fall irgendwie versuchen. Boah, ich krieg erst so viele Knights ab von den Dudes. Jetzt Cheng. Hier sind nur noch Archers. Ich kann den mit den Kurskals cleanen. Da kommen jetzt aber ein paar Knights. Ah, okay. Das ist das Problem. Oh, die Kassel, die tut weh. Aua. Die tut weh. Oh, okay, Erich klärt mein Holz wieder. Oh nein, okay. Und Nick, hier, das schaffen wir. Mhm. So, ich hab jetzt wieder Huskals für die Archers, die uns beschäftigen. Ja, ich mach Knights auf dem Boss lang. Oh nee. Ja, jetzt sind Erich und Weichbrot bei mir. Kriegst du die Burg hoch? Ah, die Burg werden hoch. Okay. Die ist ein bisschen nervig. Die Männer da. Die könnten noch stören. Komm, wir machen jetzt mal Konterattack, würde ich sagen, oder? Wo ist denn noch Gold eigentlich? Ich sehe, ich habe kein Gold. Nur diesen einen Vorkommen jetzt hier oben. Attackieren. Mhm. Ich bin bei Thiel in der Base raiden und bei Gelb auch. Nice. Immerhin etwas. Kongs hier, Cheng. Ich will auch gerade noch gut was von denen. Ultimate Wood? Ich glaube, das hat keiner. Wood ist gerade in der Castle.
Die nächste Karte wäre jetzt da, wenn ihr alle dabei seid. Ja. Hier, Botkin. Ja, ich kill über den gerade Ico. Ah, okay. Oh, ich deny den gerade Wood. Also von mir könnt ihr, glaube ich, das gesamte restliche Spiel keine Hilfe mehr erwarten. Ist okay. Das Gefühl kenne ich nur zu gut. Ich kann euch von mir aus noch meine Ressourcen schicken. Nee, mach ruhig nochmal. Oh fuck, jetzt sehe ich gerade erst hier. Ja, nee, kann ich nicht. Ich hab nicht meinen Markt und auch keinen Holz. Wir machen das so: Du machst jetzt Transportschiff mit dem Holz, was ich dir sende. Und gehst hier raus. Du machst Transportschiff unten und fährst du zu Lichten und dazu wieder. Ja, wenn ich so weit komme, einen Hafen zu bauen und dann auch noch ein Transportschiff. Also, ich hab jetzt 300 Holz geschickt, vielleicht reicht das ja. Ich meine, oder. Ich werde jetzt Castle droppt, okay. Ja, ich setze jetzt alles auf diesen Markt. Beziehungsweise ein Markt wird nicht reichen. Kannst du mir noch was schicken? Ein ganz bisschen für zwei Transportschiffe. Ja, warte. Grün. Ja. Hier geht der Mann. Der geht hier irgendwo hin. Ey, jetzt die Frage, wird er meine Wildbinden bevorzugen sind, aber ich denke nicht. Hier steht er. Wie bestellt und nicht abgeholt. Ah, doch, jetzt kommen sie. Oh, meine Base wird jetzt gleich verschwinden. Ja, die Frage ist, was mache ich mit den Builds? Ich kann ein Number Camp bauen. Du kannst, glaube ich, meine Builds gleich auch retten, weil meine Builds verschwinden gleich von der Bildfläche. Ja, die Sache ist, ich bin noch am rüber transportieren. 5 Platz ist nicht so viel. Das stimmt. Hat die mal 100 Steine, mach ich eine Castle in meiner Base. An wen? Sag mal die Farbe. Ich hab ja, aber kein Markt. Sag mal die Farbe. Blau. Sag schon mal, wo ich gleich mit dem Transportschiff hin muss. Also ich glaube, es hat sich hier bald. Also wir verlieren jetzt unsere Eco alle, ne? Ja. Also ich kann es jetzt auch schicken. Also wenn ich, da ich Squally bin, weiß ich, dass es nicht gut aussieht, weil ich habe gar kein Ego eigentlich. Optimal. Bei mir stirbt einfach alles, bei mir ist alles idle. Sieht nicht gut aus. Natürlich. Und hier, die Karawane wird abgeschossen. Ah, herrlich. So lobe ich mir das. Oh, ist das nicht effizient? Sehr nice. Und ich kann ein zweites Lumber Camp bauen. Spanier ist ab übrigens. Also wird das nur noch lustiger. Ja, also wir können, wenn ihr wollt, können wir es callen. Also ich hab nichts um das hier. Und ich werde dich auch gleich gekillt. Ich würde mich auch für bereit erklären. Okay. Ciao, GG. Aber war ein nices Game, kann man nichts sagen. Ja. Ich will doch das Lumber Camp Ende bauen. Also egal. Hier hat alles verloren, die haben schon gut geradet, Mann, aber... Ja, guck mal, überall sind Einheiten bei denen in der Base. Ja. Skulls, deine Knights, ich hab auch gerade Botkin gesehen, wie viel er massenweise Wills gekillt hat. Ist ja krass, hier außen ist ja extrem viel Platz. Ja. Ich glaube, wir sind die Sache... Also ich hab voll Castle ausgenutzt, damit die Mitte wenigstens haben, ne? Ja, ich glaube, das größte Problem war, dass Erich zu unprotected war, zu untouched. Ich glaube, es wäre sogar sinnvoller gewesen in dem Spiel, wenn wir uns heimlich hauptsächlich auf die Außenseite konzentriert hätten und dort aufgebaut hätten. Vielleicht, ja. Kann sein, dass Außen hier wichtiger ist, auf jeden Fall. Ja, das sind alles so Sachen, die man lernt man so, wenn man es nochmal Die Map spielt. Ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, also finde ich gar nicht. Nee, ich finde die auch ganz lustig. Ja. Das ist eine funny Map.